Yo guys, hier ist Jedi Maze 24/7. Weiter geht's. Und zwar ist jetzt endlich die gute Minerva McGonagall bereit, mit uns über Ben zu reden. Professor McGonagall ist im Innenhof vom Glockenturm. Geh hin zu ihr und sprich mit ihr über Ben Copper. Coppers Verschwinden. Mach ich, süße Penny. Und dann geht's weiter mit dem Unterricht natürlich. Es ist wichtig, dass wir über Ihren Freund Mr. Copper sprechen. Wenn Copper wird vermisst, Professor McGonagall, können Sie mir helfen, ihn zu finden? Haben Sie Mr. Copper in Hogwarts Express gesehen? Nein, aber Penny hat ihn gesehen. Ben schien es gut zu gehen. Hat er sich gegen Ende des Jahres irgendwie seltsam verhalten? Nein. Ich meine, Ben war schon immer etwas merkwürdig, aber nö. Wir wissen nicht, welche Schäden du bei ihrem unklugen Abstecher in Raum voller verwunschenem Eis angerichtet hast. Was ist das denn für ein Deutsch? Dieses Eis hat bekanntermaßen seltsame Auswirkungen auf die Schüler. Haben Sie dort irgendetwas gefunden? Irgendeinen Hinweis oder eine Warnung über solche Gefahren, abgesehen von dem Raum selbst? Ich verstehe Ihre waghalsige Suche nach dem angeblichen verschwundenen Verliesen angesichts der Geschehnisse mit Ihrem Bruder. Nicht alles dreht sich um Sie. Möglicherweise ist nicht nur Mr. Coppers Wohlbefinden in Gefahr, sondern ganz Hogwarts. Es ist wichtig, dass Sie ehrlich sind, Jin. Was haben Sie herausgefunden? Wir haben eine Botschaft gefunden. Darin ging es um einen Eisritter und um eine verschwundene Treppe. Ich werde diese Neuigkeiten mit dem Schulleiter besprechen. Hoffentlich bleibt das Eis im Gegensatz zum letzten Mal in diesem Raum. Im Gegensatz zum letzten Mal? Nicht weiter wichtig. Machen Sie sich auf und durchsuchen Sie sämtliche bekannte Verstecke von Mr. Copper nach Hinweisen. Warte. Auf sein Verschwinden. Der Lehrer findet ihn. Die Lehrer finden ihn vermutlich zuerst, aber wir dürfen nichts unversucht lassen, ihn schnellmöglich zu finden. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie ihn finden. Ich möchte ihn in Sicherheit wissen und Sie für Ihre Arbeit belohnen. Wartet mal, Jungs, ich muss mal gerade meinem Trainer schreiben, weil er hat uns angemeldet, was sehr wichtig ist. Vielen Dank, Professor McGonagall. Ja, das war jetzt wichtig. Ich wurde nämlich zum nächsten Turnier gemeldet. Ron hat mir letztes Jahr erzählt, dass Ben viel Zeit im Raum der Artefakte verbringt. Dort werden wir zuerst nachsehen. Nee. Moment mal. Nein. Das werden wir nicht zuerst. Ich muss Reparifage zuerst zu Ende bringen. Also, Maze. Weitermachen.
Kowalski. Sehr gut. Ah, nehmen wir die 40. Mhm. Sie sind ganz bei der Sache, dann passen Sie gut auf. Alles klar. Perfekt. Oh, jetzt darf ich zaubern. Geil. Aha. Gut gemacht. Es ist Zeit, Reparifasch zu zaubern. Sorry. Ja. Juhu, geschafft! Zaubern Sie jetzt Reparifasch. Aber ich seh's. Jawolski! Oh, Mizi! Aber ich seh's. Keine Ahnung. Als hätte er sich irgendwie verschluckt oder so. Oh, nochmal. Okay. Und zack. Reparifasch. Oh, Mizi, hi. Gut gemacht, Jin. Dein Verwandlungsgeschichte schickt strafft dein alter Lügen. Okay. Haben Sie Interesse? Fortgeschrittene Verwandlungsstunden und außerhalb des Unterrichts? Ja, Logo. Es wäre toll, Professor. Es wäre mir eine Ehre, mit Ihnen zu lernen. Oh, sehr gut. Ich schicke eine Eule, wenn Ihr Privatunterricht beginnt. Auf jeden Fall haben Sie den besten Reparifasch-Zauber in der ganzen Klasse gezaubert und 10 Punkte für Slytherin geholt. Danke, Professor. Das ist echt eine Ehre. Vielen Dank, Professor. Ach, super. Ich bin wieder erleichtert. Sehr gut. Wow. Okay. Ah, okay. Diesmal wird ja nicht so viel gelernt. Und nur zweimal? Oh, das ist ja krass. Im ersten Jahr habe ich ja alles durch. Im zweiten Jahr lerne ich das. Ja, Freunde, leider gehen das geht mal wieder zu Neige, aber wir wollen mal gucken wegen dem Becken. Also gehen wir mal da rein. Hinweise suchen. Mit Ron wieder. Oh Gott. Hast du irgendwelche Hinweise über Bänden gefunden? Noch nicht. Aber ich habe eine faszinierende Schriftrolle über die Verhaltensweise von
fleischfressenden Schnecken gefunden. Ich habe schlimme Erinnerungen an diesen Raum. Liegt das an einem unerklärlichen Geruch? Hier hatte ich letztes Jahr eine Vision vom verwunschenen Eis. Ich weiß, Mace. Ich habe versucht, mit etwas Humor das Thema vom Thema abzulenken. Oh. Sehr witzig. Möchtest du nach deiner Version wirklich hier sein? Ja. Ich muss herausfinden, ob Ben in Sicherheit ist. Ich werde dir dabei helfen, sein Verschwinden aufzuklären. Ah! Ich bewundere deinen Mut, Mace. Und ich kotze gleich. Danke, Rowan. Und jetzt lasst uns herausfinden, was Ben zugestoßen ist. Eine Stunde. Klar, toll. Ja. Ich glaube, dann warte ich mal lieber. Ja. So, Leute, wir hören jetzt erstmal auf. Weil, wie gesagt, hier, ich habe nur gerade mal 7 Erfahrungspunkte und ich brauche ja mehr. Also, hören wir erstmal jetzt auf. Wie gesagt, viel Spaß. Abonniert meinen Kanal. Macht was draus. Jedi Maze 24.07. Ich bin raus und ciao.